Ja, dann fangen wir an. Einen schönen Freitagnachmittag allen, die sich zugeschaltet haben zum zweiten Interview in der Reihe Soziallehre am Punkt. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Gottfried Riegler-Tschech vom Katholischen Akademikerverband. Wir sind Mitveranstalter dieses Gemeinschaftsprojektes Soziallehre am Punkt. Mit dabei ist auch noch das Katholische Bildungswerk, das Bildungshaus St. Bernhard, die Katholische Arbeitnehmerinnenbewegung und die Furche. Ja, da ja einige beim ersten Interview letzten Freitag noch nicht dabei waren, möchte ich nur ganz kurz jetzt erwähnen, worum es in diesem Interviewprojekt geht, beziehungsweise was dieser Titel Soziallehre am Punkt eigentlich meint. Uns geht es in erster Linie darum, eine Bildungsinitiative zur Soziallehre zu starten und eben diese Soziallehre wieder ein bisschen besser ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Es gibt aber auch einen konkreten Anlass und der betrifft einerseits die Enzyklika Rerum Novarum. Das ist ja quasi die Mutter aller weiteren Sozialenzykliken, die vor 130 Jahren vom Papst Leo XIII. Veröffentlicht wurde. Und andererseits natürlich dann die aktuelle Enzyklika von Papst Franziskus Fratelli Tutti. Soziallehre am Punkt, ist der Titel, der zum einen den Inhalt dieser Lehre, also die Prinzipien, die Kernanliegen auf den Punkt bringen möchte. Und zum anderen aber wollen wir diese Soziallehre auch in der Gegenwart ankommen lassen, also im Hier und Jetzt besprechen. Wenn man so will, im zeitlichen Sinne wollen wir die Soziallehre pünktlich sein lassen. Ja? Genau das ist ja letzten Freitag auch schon passiert. Die Magdalena Holzdratner und der Karl Immervoll haben im Auftaktinterview sehr gut schon vermittelt, diesen zeitlichen Rahmen von Papst Leo dem 13. bis Papst Franziskus. Auch das Anliegen als roten Faden haben sie letztens schon sehr gut ziehen können. Heute wollen wir uns um ein konkretes Grundprinzip der katholischen Soziallehre annehmen, und zwar dem Anliegen der Personalität. Worum es in diesem Prinzip geht und welche Bedeutung ihm auch in Krisenzeiten, möchte ich das unterstreichen, zukommt, das versucht heute Doris Hellenberger-Fleckel im Interview mit Hans Schelkson zu klären. Ich möchte beide kurz vorstellen. Doris Hellenberger-Fleckel hat in Graz Medizin und Theologie studiert Na, und falsch. nicht Nicht Medizin. Medizin. Entschuldige. Theologie und Germanistik. Bin Ah, kein Germanistik, Arzt. Entschuldigung. Okay, tut mir leid. Also Germanistik und Theologie und ist ja seit letzten Jahr, seit 2019 bist du Chefredakteurin der Furche, gell? Oder schon seit 2018? Nein, 19. 2019, okay. Ja, und Hans Schelkson ist Lehrstuhlinhaber am Institut für interkulturelle Religionsphilosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät hier in Wien. Sein wissenschaftlicher Fokus richtet sich auf Fragen des dialogischen Denkens, der politischen Ethik und der Gesellschaftsethik. Ja, lieber Hans, liebe Doris, danke, dass ihr zugesagt habt, hier bei dieser Interviewreihe mitzumachen. Ich kann nur sagen, die Mikrofone sind offen. Doris, ich übergebe jetzt das Wort an dich, und allen anderen wünsche ich einen interessanten Nachmittag. Ja, danke Gottfried ganz herzlich für die freundliche Einbegleitung. Freue mich sehr, dass die Furche hier kooperieren darf. Es ist ein wichtiges Thema und aktueller denn je. 130 Jahre Sozialenzyklika Rerum Novarum. Es war eine Zeit des Umbruchs damals. Das haben wir letzte Woche schon in der spannenden Auftaktdiskussion gehört, wo Magdalena Holzdratner und Karl Immervoll im Gespräch mit Gabriele Kindesberger über Nachhaltigkeit geredet haben. Also es war eine Zeit des Umbruchs damals und das ist es ja, wie jeder von uns bemerkt, auch heute. Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Meinungen darüber, wie viele Prinzipien jetzt die katholische Soziallehre tatsächlich hat. Hier gibt es, nehme ich an, ein bisschen unterschiedliche Positionen. Klar ist, dass das Personalitätsprinzip eines der Grundprinzipien dieser Prinzipien ist, weil es einfach darum geht, den Menschen als Person ins Zentrum aller Überlegungen zu rücken. In seiner Individualität, in seiner Würde, auf Kraft der Gottebenbildlichkeit in der Bibel, seiner Freiheit, die gekoppelt ist auch immer mit Verantwortung. Also es ist ein ganz breites
Portfolio, das hier durch das Personalitätsprinzip aufgefaltet wird und das sich dann konkretisiert auch in den anderen Prinzipien. Die Frage ist auch, inwiefern hier einfach die Kirche auch Vorarbeit geleistet hat, was die Menschenrechte betrifft. Das ist ja hier eine ambivalente Situation, zumindest in der Historie hat sich die Kirche da nicht zwingend leicht getan. Und man stellt sich natürlich auch die Frage, wie das Personalitätsprinzip heute konkretisiert werden kann in bestimmten Fragen, die uns alle ganz existenziell betreffen, von Umgang mit Klimakatastrophe über Migrationsherausforderungen bis zur aktuellen Corona-Politik. Aber zuerst ist es einmal wichtig einzuordnen, die historische Entwicklung, wie kam es eigentlich dazu, zu diesem epochalen Text Verum Novarum 1891, das wurde letzte Woche schon ein bisschen angesprochen, aber ich habe mit Hans Schelkson besprochen, dass es gut wäre, sich das auch mal vorab noch einmal genauer anzuschauen. Das heißt, wir werden anfangs noch einmal die historische Einbettung besprechen und dann konkret zum Personalitätsprinzip das in verschiedenen Aspekten abklopfen. 1891 kam es zu dieser denkwürdigen Schrift. Hans, kannst du mal sagen, was war noch einmal der historische Kontext dessen? Warum ist das so bedeutsam gewesen, dass hier die Kirche zu diesem Thema, zur sozialen Frage oder zur Arbeiterfrage Partei ergreift und sich zu Wort meldet? Bitte. Ja, auch von mir einen schönen Nachmittag allen und vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ja, ein paar Vorbemerkungen zum historischen Kontext der Entstehung der katholischen Soziallehre. Wir sind im 19. Jahrhundert und dieses Jahrhundert ist das Zeitalter der großen Ideologien. Was ist damit gemeint? Wir sind im Zeitalter der Industrialisierung, also einer entfesselten Dynamik der Marktwirtschaft. Und diese Dynamik hat die europäischen Gesellschaften selbst in einer unglaublichen Weise auch überfordert. Es gab zwar enorme Produktivitätssteigerungen, aber auch extreme soziale Verwerfungen, sowohl innerhalb Europas, die Arbeiterfrage, die Verelendung ganzer Bevölkerungsschichten, aber auch Europa war in dieser Zeit Ort von Massenauswanderung, auch aus Armutsgründen. Ja. Also nur ein Hinweis, zwischen 1800 und 1960 sind 55 Millionen Menschen aus Europa ausgewandert. Ja. Nun, auf diese extreme Herausforderung haben drei ideologische Strömungen reagiert. Einerseits der Liberalismus. Der Liberalismus bejaht grundsätzlich die marktwirtschaftliche Dynamik und möchte ihr weiten Raum geben. Allerdings finden sich auch bei liberalen Denkern durchaus soziale Ansätze, insbesondere bei John Stuart Mill, der ungefähr in der Zeit im Umkreis von Rerum Novarum auch gewirkt hat. Zweite Strömung war Sozialismus bzw. Marxismus. Hier hat man versucht, das Übel gleichsam an der Wurzel auszurotten, nämlich das Konzept der Lohnarbeit aufzuheben durch eine Vergesellschaftung des Eigentums, der Produktionsmittel. Und drittens der Konservativismus, der versucht hat, die Dynamik der Marktwirtschaft quasi in eine alte hierarchische, monarchische, gesellschaftliche Ordnung wieder zurückzubinden, die sich an Modell vor der Französischen Revolution orientiert hat, also Einheit von Thron und Altar. Nun, die Kirche hat sich, und das ist einerseits erstaunlich und beachtenswert, in diesen ideologischen Kampf eingelassen, hat sich auf der politischen Ebene auf die Seite des Konservativismus primär gestellt, aber in der ökonomischen Frage hat die Kirche, und hier ist eben Rerum Novarum der Startpunkt, einen Mittelweg zwischen Liberalismus und Sozialismus bzw. Kommunismus gesucht. Das heißt, man hat gerade in der sozialen Frage auch einen eigenständigen Weg zwischen manchen ideologischen Frontlinien gesucht. Natürlich auch mit den jeweiligen eigenen
Instrumentarien, Wahrheitsansprüchen, darauf werden wir noch eingehen müssen. Und in dem Moment, wo man sich auf ideologische Kämpfe einlässt, der Neuzeit, der modernen Gesellschaften, ergibt sich auch der Zwang, dass man nicht ein für alle Mal eine Antwort geben kann, sondern moderne Gesellschaften sind in einer permanenten Dynamik. Und daher muss quasi die katholische Soziallehre auch permanent wieder revidiert, erweitert, korrigiert und so weiter werden. Und das ist nun schon mehr als 100 Jahre erfolgt und das ist durchaus eine sehr beachtliche Entwicklung innerhalb der katholischen Kirche. Okay, gut. Mal danke für diese erste Einordnung. Es hat sich ja seit damals bis heute, gelinde gesagt, viel getan. Je nachdem, wie die Zeitläufe waren, wie die Nöte und Sorgen waren, auf das haben auch die päpstlichen Lehrschreiben reagiert. Wir wollen jetzt einmal die beiden Sphären, in denen konkret ist dieses Personalitätsprinzip sich aufspaltet, ein bisschen anschauen. Das eine wäre das Politische, das andere wäre das Wirtschaftliche. Fangen wir einmal an mit dem Wirtschaftlichen. Im Zentrum stand ja die Eigentumsfrage. Tatsache ist, dass Leo XIII. In Rerum Novarum sozusagen einen wesentlichen Fokus gelegt hat auf das Privateigentum, also in Abgrenzung zum sozialistischen Gedanken des gemeinschaftlichen Eigentums sozusagen und auch einen doch aus heutiger Sicht irritierenden Fokus auf Ungleichheit. Ja? Also das ist ja nicht das, was man heutzutage so gemeinhin darunter versteht, wenn man nicht gerade Martin Ronheimer heißt. Also dieser Fokus auf Fleiß, individueller Wohlstand ist doch jetzt, wenn man das mit Fratelli Tutti vergleicht, etwas gewöhnungsbedürftig. Wie würdest du hier die Entwicklung von damals bis heute zeigen, was jetzt diesen Fokus auf die Eigentumsfrage betrifft? Ich höre dich jetzt nicht. Ja, vielleicht gehen wir doch vorweg kurz auf das Personalitätsprinzip selbst noch ein, weil das ja auch die Grundlage ist für die verschiedenen Sichtweisen des Eigentums. Ja, es wurde ja schon kurz umrissen, der Begriff der Person ist natürlich zentral, nicht nur in der Soziallehre des Christentums und der katholischen Kirche, sondern überhaupt in der Anthropologie allgemein. Und der Grundsatz ist von Mater et Magistra 1961 sehr klar formuliert worden, wo es tatsächlich heißt, nach dem obersten Grundsatz dieser Lehre muss der Mensch Träger, Schöpfer und Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen sein. Und zwar der Mensch, sofern er von Natur aus auf Mitsein angelegt ist und zugleich zu einer höheren Ordnung berufen ist. Und dieses Prinzip wird hier weiter ausgeführt, schützt die unantastbare Würde der menschlichen Person. Wir haben hier eigentlich alle wesentlichen Elemente schon zusammengefasst. Einerseits ist ja erstaunlich, dass die katholische Soziallehre hier ein Stück weit auch den Autonomiegedanken der Neuzeit aufnimmt. Gesellschaftliche Ordnungen sind nicht einfach vorgegeben oder sakral legitimiert, sondern der Mensch ist Schöpfer und Träger aller sozialen Ordnungen. Das ist eigentlich ein Grundprinzip der Moderne. Zugleich grenzt man sich hier schon ab von einem bestimmten liberalistischen Menschenbild, nämlich der Mensch ist auf das Mitsein orientiert, also kein isoliertes Individuum, ein Atomismus der Gesellschaft wird hier von vornherein ausgeschlossen. Und der dritte Aspekt, der Mensch hat auch eine religiöse Dimension, eine Offenheit auf Gott, auf das Göttliche. Und auch das wird in der Soziallehre eben wichtig. Nun, dieses Personalitätsprinzip ist in der politischen und ökonomischen Sphäre dann sehr unterschiedlich weiter ausgefaltet worden. Du hast jetzt den Fokus einerseits gelegt auf das Wirtschaftliche, die Eigentumsfrage. Und hier ist interessant, dass die schon Rerum Novarum trotz aller Kritik am Liberalismus im Grunde eine liberale Konzeption von Eigentum aufgreift. Nämlich
Eigentum, so war das in der Tradition gedacht, konnte begründet werden entweder durch Occupatio, wer als erster ein Land okkupiert, oder durch einen Konsens der Menschheit. Und John Locke, einer der Urväter des Liberalismus, hat dem entgegengestellt, dass allein durch Arbeit Eigentum generiert wird. Das heißt, indem ich die Natur bearbeite, wird sie zum Eigentum des Menschen. Und genau diesen Aspekt greift Rerum Novarum auf. Allerdings nun auch in einer Abgrenzung zum Marxismus, denn Marx hat daraus geschlossen, ja, dann gehört den Arbeitern auch ihr Produkt. Also quasi mit diesem Arbeitsbegriff des Liberalismus hätten wir eigentlich schon die marxistische Konzeption vor uns. Aber John Locke rechtfertigt zugleich die Lohnarbeit. Ja. Das heißt, dies wird von dieser Eigentumsfrage ausgenommen. Wie versucht der Rerum Novarum hier dieses Problem zu umschiffen? Einerseits, indem man verschiedene Arten der Arbeit unterscheidet und dann in Quadragesimo Anno ist das dann sehr deutlich ausgefaltet worden, auch der Unternehmer arbeitet, nämlich auf eigenes Risiko und auf eigene Rechnung. Also insofern ist der Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital hier durch eine dritte Instanz aufgebrochen. Das ist eine sehr wichtige Weichenstellung geworden. Dann vielleicht noch ein Sprung fast schon in die Gegenwart. Johannes Paul II. Hat in Laborem Exercens wahrscheinlich einer der radikalsten Bestimmungen von Arbeit und Kapital und damit auch Eigentum vorgelegt. Denn Johannes Paul II. Macht klar, Kapital, wenn das verstanden wird als Produktionsmittel, ja, ist selbst bereits ein Produkt der Arbeit. Ja. Das heißt, es gibt anthropologisch gar keinen Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital. Alle Produktionsmittel sind Produkte menschlicher Arbeit, und zwar von Generationen her. Das ist interessanterweise eine These von Karl Marx sogar. Ja, in den Grundrissen zur Ökonomie hat er das 1857 so genau angelegt. Allerdings grenzt natürlich auch Johannes Paul II. Vom Marxismus ab. Diese Einsicht hätte der Marxismus selbst wieder verspielt, heißt es hier in dieser Enzyklika, durch eine materialistische Weltanschauung, in dem eben die Personalität des Menschen nicht entsprechend gewürdigt wird und damit durch eine Verstaatlichung der Produktionsmittel, durch einen bürokratischen Prozess quasi die Personenwürde des Menschen doch unter die Räder kommt. Wichtig ist gerade bei Johannes Paul II., dass die Arbeit ein Medium ist, in dem der Mensch mehr Mensch wird. Ja, also Arbeit ist nicht nur eine Last, eine Fron, sondern auch ein Element der Menschwerdung. Auch das ist ein durchaus neuzeitlicher Gedanke, der hier in die katholische Soziallehre integriert wird. Und daraus werden auch zahlreiche Empfehlungen abgeleitet, dass sich also die Arbeitenden auch mit dem Arbeitsprozess identifizieren können, dass sie nicht erniedrigt werden, nicht instrumentalisiert werden und Teil dieses sich als Teil dieses schöpferischen Prozesses verstehen können. Daher werden Empfehlungen gegeben, zum Beispiel Mitbestimmung, also auch Demokratisierungsprozesse im Bereich der Ökonomie. Also das nur einige ganz grobe Linien. Die Frage der Ungleichheit, die auch angesprochen worden ist, die ist vor allem in der politischen Theorie markant gewesen im 19. Jahrhundert, insbesondere bei Leo dem 13. Leo der 13. verweist ja am Beginn von Rerum Novarum auf seine Texte zum kirchlichen Staat, zum christlichen Staat. Hier taucht eben das Konzept des Konservativismus auf, also der Wiederherstellung monarchischer Strukturen.
Und hier wird polemisiert gegen die modernen Ideen von Freiheit und Gleichheit. Ja. Das ist, also diese Kritik fällt nicht vom Himmel, sondern knüpft an eine jahrtausendelange Tradition an. In der frühen Kirche bereits, bei den Kirchenvätern, gibt es eben das Konzept, dass spirituell die Menschen alle gleich sind. Sie sind alle Kinder Gottes. Aber auf der irdischen Ebene, also konkret der gesellschaftlich-politischen Ebene, hier herrscht das Prinzip der Ungleichheit. Das wird sogar mit Aristoteles noch gerechtfertigt, das Vollkommene herrscht über das weniger Vollkommene. Und dies bildet so quasi den Kern der politischen Theorie, nicht nur von Leo XIII., sondern zahlreicher Päpste im 19. Jahrhundert. Und das erklärt ihren Antimodernismus. Und daher hat sich die katholische Kirche enorm schwer getan, so quasi den Weg in Richtung Menschenrechte zu gehen. Denn die Ablehnung der Menschenrechte hing auch damit zusammen mit einem extremen Wahrheitsanspruch, dass eben eine plurale, moderne Demokratie quasi ein Recht auf Irrtum ermögliche. Und daher Meinungsvielfalt und so weiter. Und all das hat man also in aller Schärfe zurückgewiesen. Okay, gut. Danke für diese Einbegleitung. Das war natürlich jetzt, Moment. Danke dafür auch noch einmal natürlich, dass wir vorab klären mussten, was einmal überhaupt das Personalitätsprinzip ist. Da war ich ein bisschen zu schnell. Danke dafür für diesen Nachtrag. Das war jetzt sozusagen der Blick auf die wirtschaftliche Komponente. Das andere wäre sozusagen die politische Positionierung jetzt in diesem großen Feld zwischen Liberalismus und Sozialismus. Ja. Du hast schon von diesem dritten Weg gesprochen, den man hier versucht hat einzunehmen. Kannst du noch einmal skizzieren, wie sich es hier sozusagen historisch entwickelt hat seitdem? Ja, wenn wir stärker auf die politische Ebene achten, ja, so gibt es eben einen sehr steinigen Weg, würde ich sagen, von einer konservativistischen, antidemokratischen Haltung, ja, schrittweise, sehr langsam hin zu der Bejahung von Demokratie und Menschenrechten, die dann endgültig im Zweiten Vatikanum, vor allem mit der Anerkennung der Religionsfreiheit auch öffentlich grundgelegt worden ist. In der Zwischenkriegszeit war die katholische Soziallehre auch die Grundlage für einen christlichen Ständestaat bekanntlich. Ja, also hier sieht man, welche Wendungen hier im Gang waren. Der Durchbruch zur Affirmation der Menschenrechte ist im katholischen Bereich ganz wesentlich unter anderem auch durch Jacques Maritain befördert worden. Jacques Maritain war selbst maßgeblich beteiligt an der Deklaration der Menschenrechte, der UN-Deklaration der Menschenrechte. Und er hat dies eben mit dem Personenbegriff begründet. Das heißt, der Personenbegriff, der im 19. Jahrhundert noch Grundlage für eine hierarchisch-monarchische Ordnung war, wird nun bei Maritain eben zum entscheidenden Argument für die Bejahung von Menschenrechten und Demokratie. Wichtig scheint mir bei Maritain bereits zu sein, dass er auch die Relativität der eigenen Begründung mitreflektiert hat. Ja? Man muss sich ja vorstellen, bei der Erarbeitung der UN-Deklaration waren Teilnehmer, Delegierte aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen beteiligt, unter anderem auch aus China. China, den man heute noch abspricht, dass sie so etwas wie Menschenrechte, individuelle Menschenrechte gar nicht kennen würden. China hat an der Menschenrechtsdeklaration direkt mitgearbeitet und der chinesische Delegierte hat sich dabei auf Mencius, einem Konfuzianer, berufen, bei dem tatsächlich bereits die Idee individueller Menschenwürde auch grundgelegt ist. Und Maritain hat hier einen beachtlichen Lernprozess vollzogen, nämlich, dass die Menschenrechte
eine gemeinsame normative Basis sein könnten, die von verschiedenen Kulturen auch in unterschiedlicher Weise begründet werden. Dass also die eigene christliche Begründung aus dem Personalitätsprinzip nicht die einzige oder die einzig mögliche Begründung ist. Das sind enorm wichtige Prozesse. Maritain wurde zunächst auch angefeindet innerhalb der katholischen Kirche, aber es hat sich dann vor allem in den 60er Jahren das Menschenrechtsdenken in der katholischen Kirche ohne Zweifel durchgesetzt und zahllose christliche Gruppen sind bis heute an vorderster Front für im Kampf um Menschenrechte. Das ist also eine sehr wichtige Entwicklung. Andererseits muss man sagen, selbst in Gaudium et Spes, also in der berühmten Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo all das im Grunde bereits bejaht wird, gibt es dennoch noch einige Stellen, in denen so quasi ein exklusiver Wahrheitsanspruch noch aufrechterhalten wird. Man spricht von einem objektiven Naturrecht und so weiter, das nur durch die Kirche selbst ausgelegt werden kann, also von Naturrecht, von Evangelium und Naturrecht. Das sind natürlich Elemente, die Situierung der katholischen Kirche in einer pluralistischen Gesellschaft nicht unbedingt leichter machen. Und daher gibt es gerade in ultrakonservativen Kreisen bis heute eine Skepsis, wenn nicht Frontstellung gegenüber den Menschenrechten, die als quasi Produkt eines atheistischen, säkularen Denkens denunziert werden. Wenn du die Ultrakonservativen oder auch Konservativeren ansprichst, da sind wir beim aktuellen Papst hier. Es hat natürlich gerade durch Franziskus eine neue Schwerpunktsetzung und auch vielleicht Zuspitzung gegeben. Es kommt hier verstärkt die Befreiungstheologie auch herein. Es ist eine neue Perspektive, eine lateinamerikanische hier reingekommen, was jetzt die Menschenrechte betrifft und deren Universalismus. Kannst du dazu noch was sagen, was jetzt das Besondere an den Schriften von Franziskus ist? Ja, das ist ein sehr wichtiges Feld. Ich habe mich ja im Bereich der interkulturellen Philosophie seit Jahrzehnten mit lateinamerikanischer Philosophie schwerpunktmäßig beschäftigt. Und ich kenne daher sehr gut die geistigen Hintergründe Papst Franziskus. Vielleicht vorweg, die Befreiungstheologien, die ja in Europa oft so quasi als orthodox-marxistische Bewegungen denunziert worden sind. Die Befreiungstheologien waren von Anfang an eine plurale Bewegung und Papst Franziskus steht einer Bewegung sehr nahe, die vor allem durch einen Jesuiten, Juan Carlos Canone, forciert worden ist, der sogenannten Theologie des Volkes, die eine nicht-marxistische Variante der Befreiungstheologie ist. Etwas, was man in Europa lange Zeit gar nicht wahrgenommen hat. Aber so unterschiedlich die befreiungstheologischen Strömungen waren, allen gemeinsam ist natürlich eine klare Option für die Armen. Das ist quasi das gemeinsame normative Fundament und das ist auch selbstverständlich das Fundament für Papst Franziskus. Die Befreiungstheologien waren in den 70er, 80er Jahren eigentlich zuweilen eine Gegenbewegung gegen die klassische katholische Soziallehre, die als viel zu statisch galt, also mit einem unveränderlichen Naturrecht sich begründet. All das hat man problematisiert in den Befreiungstheologien, wo man sich stärker auf die sozialen Kämpfe der Armen eingelassen hat, eine weitaus dynamischere, geschichtlichere Sicht von politischer Ethik. Nun, so gegensätzlich das zunächst ausschaute, so zeigt sich, dass die katholische Soziale schon unter Johannes Paul II. Elemente der Befreiungsliga auch aufgenommen hat und erst recht natürlich mit Papst Franziskus
fließt das ein. Und das ist, das muss ich gestehen, entsetzt mich zuweilen, wird heute in Europa mit einer zum Teil unglaublichen Arroganz abgetan. Denn Franziskus kommt eben aus Lateinamerika und damit aus einer Weltregion, wo eben viele Modernisierungsprozesse gescheitert sind, ja, mit enormen sozialen, menschlichen Kosten. Und daher hat er natürlich einen weitaus kritischeren Blick auf die Dynamik des globalen Kapitalismus. Also auch in der jüngsten Enzyklika problematisiert er natürlich das klassische Argument des Trickle-Down, also dass durch immer mehr Produktivitätssteigerungen ohnehin den Armen irgendwann geholfen wird. Das mag in manchen Regionen gelungen sein, aber eben in vielen anderen auch nicht. Und gerade Lateinamerika ist auch ein solches Beispiel. Und daher kritisiert er das in aller Schärfe, denn dieses Trickle-Down-Argument setzt er voraus, man muss jetzt keine gravierenden sozialen Reformen, Maßnahmen in Gang setzen, sondern es wird sich schon von selbst irgendwann der Reichtum zu den Armen hinbewegen. Das ist natürlich für den Papst ein Zynismus letztlich, ja, den er in aller Schärfe zurückweist. Und hier werden eigentlich bewusst Opfer in Kauf genommen. Ja. Es ist eigentlich ein brutales Opferdenken, das hier mit im Spiel ist. Und er hat das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich zitiere nur eine Stelle. Solange unser Wirtschafts- und Sozialsystem auch nur ein Opfer hervorbringt, und solange auch nur eine Person, Sie sehen, das Personprinzip ist hier natürlich zentral, ausrangiert wird, kann man nicht feierlich von universaler Geschwisterlichkeit sprechen. Okay, da muss ich natürlich gleich einhaken, weil das Trickle-Down ja etwas ist, was von Leuten zum Beispiel wie dem Martin Ronheimer, auch wenn ich das jetzt nicht alles an ihm aufhängen will, aber ich mache es dann trotzdem, betont wird. Ja, es hat ja dieses hübsche Buch gegeben, das vielleicht manche von euch kennen, aus der Werkstatt der Politischen Akademie, Christlich-Soziale Signaturen. Und da hat Martin Ronheimer in unvergleichlicher Art und Weise vom Leder gezogen, was die katholische Soziallehre betrifft, unter anderem, und jetzt beziehe ich mich auf das, was du gerade gesagt hast, indem er sagt, die Marktwirtschaft als schädlich zu diffamieren und ihre Dynamik zurückbinden zu wollen, heißt jedoch nichts anderes, als die Segnungen der modernen Zivilisation den Ärmsten dieser Welt vorzuenthalten. Ja? Und eines noch, wo es noch klarer wird, eine Soziallehre, die die wirtschaftlichen Zusammenhänge und die wohltätigen Effekte von Kapitalismus, Marktwirtschaft und technologischem Fortschritt nicht sieht, kann in ihren Auswirkungen weder christlich noch sozial sein. Denn gerade für die Ärmsten dieser Welt ist sie schädlich. Ja, ich kann hier nur ganz grob, nicht? Das ist nämlich eine komplexe Debatte, ganz grob darauf eingehen. Also es ist keine Rede davon, dass man nicht die Segnungen kapitalistischer Produktivitätssteigerung allen zukommen lassen will, gerade den Armen. Das wird auch vom Papst Franziskus nicht negiert. Ja? Im Gegenteil. Ja? Aber wenn ich das recht verstanden habe, Ronheimer vertritt ja eine Theorie, in der so quasi soziale Reformen ausschließlich über die politische Rahmenordnung und nicht über direkte Eingriffe in das Wirtschaftsleben selbst vorgenommen werden. Mhm. Nun, das ist ja theoretisch kein schlechtes Modell. Die Frage ist nur, wie weit es auch geschichtlich, realgeschichtlich implementierbar ist. Ja? Denn de facto müsste man, um entsprechende Reformen durchsetzen zu können, dies auf globaler Ebene machen. Denn sonst haben wir ja immer das Problem, dass eben Produktionssektoren abwandern in Regionen, wo eben weniger Sozialstandard, weniger ökologische Standards und so weiter gegeben sind. Das heißt, wenn, dann müsste man das global machen, und das hat sich eben bisher gezeigt, ist enorm schwierig, wenn nicht bisher unmöglich gewesen. Und dann ist die Frage, ja, was ist in der Zeit bis dahin, bis wir das vielleicht irgendwann einmal doch geschafft haben? Ja? Was ist in der Zeit bis dahin
ja, müssen dann so quasi ganze Generationen quasi als Opfer hingenommen werden, bis wir diesen Prozess endlich geschafft haben. Das ist einmal ein Problem. Wie kann man diese rechtliche Zähmung der Marktwirtschaft so quasi global durchsetzen? Und die katholische Soziallehre, muss ich ehrlich sagen, hat hier eigentlich eine sehr kluge Strategie gewählt. Ja. Sie hat weder einen Purismus der Staatsintervention noch einen Purismus des Marktprinzips vertreten, sondern immer dafür plädiert, dass beide Elemente je nach geschichtlicher und auch regionaler Situation in kluger Weise verbunden werden, arrangiert werden. Denn die Dynamiken sind sehr unterschiedlich. Ja? Also es zeigt sich ja, dass zum Beispiel Länder im globalen Süden, die einen natürlichen Ressourcenreichtum haben, dieser Reichtum fast zum Fluch geworden ist. Warum? Weil hier natürlich Wirtschaftsinteressen des Westens enorm stark sind und die Gesellschaften, die jetzt eine solche rechtliche Rahmenordnung aufbauen sollten, viel zu schwach sind. Ja? Also die staatlichen Strukturen im globalen Süden sind zuweilen sehr prekär. Man spricht ja auch von Staaten, die überhaupt in Auflösung sind. Und das erzeugt eine extreme Machtungleichheit, sodass es fatale Allianzen gibt zwischen westlichen Wirtschaftsakteuren und bestimmten Eliten im globalen Süden. Und zwar Allianzen auf Kosten der ansässigen Bevölkerung. Das ist eine Konstellation. Ich sage nicht, dass das in allen Weltregionen so ist, aber das ist doch in einigen Weltregionen seit 100, wenn nicht 150 Jahren ein Grundproblem. Und daher scheint es mir im Sinne der katholischen Soziale durchaus sinnvoll, jeweils situativ eben marktwirtschaftliche Elemente und regulierende staatliche Elemente zu kombinieren. Darüber hinaus muss man natürlich sagen, dass die katholische Soziale selbst spätestens beim Subsistenzprinzip, nämlich beim Lebensrecht jedes Einzelnen, jede Marktlücke auch außer Kraft setzt. Ja. Das heißt, wenn durch das Arrangement zwischen Marktsystem und Staat die Subsistenzrechte der Menschen gefährdet sind, dann entsteht so quasi der moralische Notfall. Und hier schließt die katholische Soziale auch ganz drastische Maßnahmen nicht aus. Es ist sogar davon die Rede, dass es auch möglich ist, Eigentum zu enteignen, um Subsistenzrechte zu sichern. Ja, vielleicht so wenig dazu. Mir scheint das eine sehr einlinige Position zu sein, die man meiner Meinung nach nicht mit der katholischen Soziallehre identifizieren kann. Die Soziale ist meiner auch weitaus komplexer strukturiert. Ja. Der Punkt ist natürlich in aller Komplexität, dass natürlich genau die Sprache von Franziskus auch eine war, die einerseits von allen verstanden wird. Darauf hat ja die Magdalena Holstratner letzte Woche hingewiesen. Auf der anderen Seite natürlich auch gewisse, wie soll ich sagen, in der Klarheit, in der sie formuliert ist, auch manche vielleicht Differenzierungen auslässt. Ne? Klassisches Beispiel ist der Hinweis, diese Wirtschaft tötet. Ne? Die natürlich Leute, die hier um Differenzierungen ringen, eine Steilvorlage war, dem Papst Naivität vorzuwerfen. Einer davon, der das sehr kritisch gesehen hat, war unser Herausgeber Wilfried Stadler, gesagt, das würde unterminieren alle Bemühungen hier, um Reformen zu ringen. Man hätte hier sozusagen alles, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Inwiefern ist das auch schwierig dann gewesen, in dieser Drastik das zu kritisieren, was hier vor sich geht global? Ja, das zeigt, dass wir nicht gewohnt sind, die blinden Flecken oder die Wunden, die unser globales Wirtschaftssystem derzeit auch schlägt, ja, seit langem schlägt,
auch wirklich an uns heranzulassen. Ja? Denn Franziskus sagt ja nicht, die Wirtschaft tötet, also der Kapitalismus, er ist kein primitiver Kapitalismuskritiker, sondern er sagt, diese Wirtschaft tötet. Ja? Diese Wirtschaft, nämlich eine Wirtschaft, die in bestimmten Weltregionen einfach nicht reguliert ist. Ja? Und auf globaler Ebene nicht entsprechend reguliert ist. Und eine solche Wirtschaft tötet tatsächlich. Wir leben nur in einer Region, wo wir so quasi auf die Butterseite gefallen sind. Wir lesen das zwar, ja, da ist eine Textilfabrik in Bangladesch, da gab es halt größere Verwerfungen mit tausenden Toten. Ja, das ist bei uns zwischendurch eine Nachricht. Und dann gab es Versuche, hier Regulierungen zu finden, die sind dann zum Teil wieder versandet. Ja, wenn es versandet, es betrifft uns nicht massiv. Ja? Wir können das so quasi zwischendurch auch wieder abhaken. Ja? Es wird schon irgendwann einmal was Besseres wieder kommen. Und das können sich viele Menschen im globalen Süden nicht leisten, diese unendliche Geduld, weil sie zu einem extremen Überlebenskampf verurteilt sind, den wir oft achselzuckend einfach beobachten, muss man sagen. Und daher, im lateinischen Kontext ist dieser Satz überhaupt nicht provokativ. Ja? Aber natürlich für uns ist er provokativ, weil wir genau diese Betroffenheit der jetzt produzierten Opfer nur schwer an uns herankommen lassen wollen. Das negiert nicht alle Reformversuche, die wir uns ausdenken. Ja? Das möchte ich in keiner Weise deswegen in Frage stellen. Ja. Ich bleibe gleich beim Begriff Opfer. Das war nämlich auch ein Thema, das ein Reibepunkt ist, nämlich sozusagen inwiefern, also was auch zum Personalitätsprinzip dazugehört, Eigenverantwortung. Ja? Also auch Leistung. Ich als Person bin sozusagen, um jetzt auf Rerum Novarum zurückzukommen, auch meines in gewisser Weise verantwortlich dafür zu sorgen, für mein Einkommen zu sorgen. Ich kann mich verwirklichen, auch meine Leistung, mein Engagement, mein Eifer ist gefragt. Und das ist etwas, was natürlich auch sozusagen in der Diskussion steht, nämlich inwiefern bei diesem Personalitätsprinzip ein Opferstatus stabilisiert wird, inwiefern Leistung an sich etwas, also inwiefern das mit einer leistungsfreundlichen Haltung sozusagen kompatibel ist. Ja? Also wie viel von der katholischen Soziallehre, wie sie uns jetzt, wie wir ihr jetzt begegnen, wie viel Leistungsfreundlichkeit ist hier herauszulesen? Ich glaube, dass es hier keinen grundsätzlichen Konflikt gibt. Ja? Mhm. Ich habe schon erwähnt, von Anfang an wurde das Unternehmertum eigens als eine Säule in dieser ökonomischen Analyse gewürdigt, positiv gewürdigt. Ja? Und auch, dass die Arbeit, Johannes Paul II. Sagt, ein Prozess ist, wo wir mehr Mensch werden können, uns verwirklichen, ja, ist hier die Eigenverantwortung zentral. Die katholische Soziale befürwortet zwar einen Sozialstaat, aber nicht eine Sozialbürokratie, in der der Einzelne bloß Klientel so quasi einer staatlichen Versorgungsindustrie wird. Und damit potenziell auch entmündigt wird. Das wird eigentlich in zahlreichen Texten auch zurückgewiesen. Und das war auch ein Hintergrund eben der Kritik am Kommunismus. Hier wird eben die Eigenverantwortung in radikaler Weise negiert, die Personalität des Menschen negiert, indem er eben zum Objekt staatlicher Bevormundung und Versorgung zu einem Objekt degradiert wird. Das war die Kritik. Ja. Also hier ist quasi indirekt die Eigenverantwortung natürlich eben als Kriterium vorausgesetzt. Also ich sehe hier keine grundsätzliche leistungsfeindliche Haltung oder eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Eigenverantwortung. Mhm. Aber natürlich, Entschuldigung, wenn ich... Ja. Es ist einfach vom christlichen Denken, von der christlichen Ethik her natürlich zentral, der Schutz der
Armen, Schwachen und Witwen, Waisen und Witwen. Ja? Also aller vulnerablen Gesellschaftsgruppen. Das ist ein uraltes Prinzip seit der ägyptischen Theologie bereits. Und damit, und das ist ein Kernbereich der christlichen Botschaft, ja? Daher steht natürlich dieser Bereich, wie können die Armen geschützt werden, in ihrer Würde gestärkt werden, natürlich im Zentrum zahlreicher Texte. Ich muss jetzt noch ein bisschen Advocata Diaboli spielen, es ist jetzt irgendwie reizvoll in diesem Kontext, ich weiß. Das bedingungslose Grundeinkommen, das ja auch letzte Woche besprochen wurde, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Ich greife jetzt auf Manfred Prisching zurück, auch in diesem Buch, der gerade hier auch eine Reibung sieht, eben zu diesem Leistungsprinzip, also sozusagen die Sorge davor, hier Ambition zu unterminieren, eine Entmündigung, Paternalismus reinzubringen. Was entgegnest du dem? Naja, man muss so sagen, die Konzeption des bedingungslosen Grundeinkommens ist ein Konzept, ja, das nicht unmittelbar Teil der katholischen Soziallehre ist, ja, sondern dass man aus bestimmten Prinzipien ableitet. Man muss auch sagen, dass die katholische Soziallehre ja weitgehend sich auf die Klärung bestimmter Grundprinzipien beschränkt, aber dann schon natürlich auch immer wieder auch Empfehlungen, konkrete Kritik und so weiter formuliert. Aber man ist sich völlig bewusst, dass man sich hier natürlich in einem Bereich bewegt, wo es verschiedene Optionen gibt. Ja. Also je konkreter man bei sozialpolitischen Maßnahmen etwas in Gang bringen möchte, desto pluraler werden natürlich die Sichtweisen, selbst wenn man auf denselben Grundprinzipien aufbaut. Ja. Das, was von der Soziallehre her außer Streit gestellt wird, ist das Subsistenzprinzip. Ja. Und auch das Prinzip, dass niemand in der Gesellschaft entwürdigt werden darf durch bestimmte Sozialgesetzgebungen. Ja. Das kann einerseits natürlich Bürokratisierung bedeuten, ein Paternalismus, aber es kann andererseits auch eine Degradierung, Entwürdigung in Gang kommen, indem man also die Leute auf der untersten, am untersten Existenzminimum gleichsam hält, ja, um ihnen, wie es heißt, Anreize zu geben. Auch hier ist eine gefährliche Zone, ja, wo wird die Würde noch gewahrt im Sinne der Anreize und wo kann genau diese Strategie auch zu einer Entwürdigung führen? Das kann man nicht so quasi mit einem Strich entscheiden. Das sind Abwägungsbereiche, ja. Aber die Eckpunkte, glaube ich, sind sehr klar und die scheinen mir auch nach wie vor wichtig zu sein. Ich möchte jetzt mit dem Begriff Würde zu einem ganz konkreten Bereich kommen, der vielfach diskutiert wurde, nämlich Migration und Umgang damit, nämlich ganz konkretes Beispiel, Moria hat für viel Aufsehen gesorgt, es war für die meisten klar, da muss man helfen, hier wird Menschenwürde mit Füßen getreten und man muss hier was tun. Viele haben hier konkrete Schritte gefordert, die auf christlich-sozialen Wurzeln sich gründende ÖVP hat das bis zuletzt abgelehnt und lehnt das bis zuletzt ab. Wir haben auch da in der Furche einiges dazu gehabt, unter anderem einen sehr provokanten Gastkommentar von Ludger Schwinhorst-Schönberger, der sich auf den Philosophen Robert Spemann bezieht und eben so quasi Quintessenz, man kann nicht allen helfen und es gibt eine abgestufte Notwendigkeit, hier zu helfen. Wenn ich jetzt aber den Begriff Würde hernehme, müsste ich ja dann in jedem Fall helfen. Wie kommt man sozusagen hier raus? Welche Abstufungshilfen gibt es hier, um christlich zu handeln oder eine Politik zu haben, die sich mit Fug und Recht als christlich, wie soll ich sagen, begründet bezeichnen darf. Ja. Das macht eigentlich auch der Papst völlig klar. Es geht nicht um einen völlig undifferenzierten Universalismus. Also, dass wir alle in gleicher Weise behandeln sollten und alle aufnehmen müssen oder was immer. Die Abstufung von Pflichtenkreisen, von Verantwortlichkeiten ist in China seit Mencius und im Abendland seit der Stoa, seit Cicero und Augustinus völlig klar. Das ist nicht der Streitpunkt, meiner Meinung nach. Ja.
worum es hier geht, also im ganz konkreten Fall von Migration oder Moria, wenn wir auch die Migrationsprozesse vor einigen Jahren hernehmen, es ist völlig klar, die Würde aller Menschen muss anerkannt werden, aber es gibt auch das Problem der Überforderung. Ohne Zweifel ein wichtiges Thema. Das wird schon von Cicero problematisiert. Ja. Die Frage ist, wo die Überforderung angesetzt ist. Wo setzt sie ein? Wo wird sie schlagend? Das ist eigentlich die Frage. Ja. Jetzt kann man sagen, wenn wir 300 Jugendliche aus Moria aufgenommen hätten, hätte uns das überfordert? Ja. Das ist eine Frage. Ich glaube nicht, dass uns das überfordert hätte. Ja. Oder wenn Sie schauen, die EU hat sich auf einen Verteilungsschlüssel geeinigt, wo Ungarn 1300 Migranten hätte aufnehmen sollen. Ja. Viktor Orban hat eine Kampagne gestartet, die über 30 Millionen Euro gekostet hat, um diese 1300 Flüchtlinge nicht aufzunehmen. Das heißt, hier wird deutlich, hier geht es nicht um eine Überforderung, denn mit diesen 30 Millionen hätte man die wahrscheinlich in Hotels jahrzehntelang versorgen können. Ja. Sondern hier ging es um ein sehr prinzipielles Problem, nämlich die ethnische Homogenität. Ja. Das war das Haupt, das ist in der ganzen Ideologie das Hauptargument. Und das, muss ich sagen, das kann kein christliches Prinzip sein. Ja. Und das wird auch vom Papst sehr deutlich, gerade in der jüngsten Enzyklika, klar gemacht. Es geht nicht darum, quasi den Begriff des Volkes zu negieren, sondern nicht eine geschlossene Vorstellung von Volk, also eine zum Beispiel ethnisch geschlossene Vorstellung, homogene, zu verabsolutieren. Ja. Das ist das Problem. Aber ich muss gestehen, auch in der medialen Öffentlichkeit, aber eben auch in den Wissenschaften, wie Sie merken, leben wir in sehr problematischen Dualismen. Ja? Also entweder völlige Offenheit aller Grenzen, Auflösung aller nationalen Grenzen und so weiter, oder eben Selbstbehauptung des Volkes. Ja? Und das ist meiner Meinung einfach die falsche Alternative. Es ist traurig, dass man hier nicht im Licht der universalen Menschenrechte eben pragmatische Lösungen sucht, in denen niemand überfordert wird, aber auch wirksam geholfen wird. Also ich gestehe auch das Argument, wer die Flüchtlinge aus Moria nicht aufnimmt, handelt verantwortungsethisch, während alle anderen, die das befürworten, Gesinnungsethiker wären, halte ich für eben wirklich polemisch eigentlich, denn ich würde mal sagen, beiden geht es um Verantwortung. Mhm. Ja. Nämlich, dass die Menschen hier nicht unter den Ratten dahin vegetieren müssen und da muss man jetzt handeln. Also ich würde sagen, wenn, dann sind beide Verantwortungsethiker. Mhm. Die Frage ist, ja, welche Verantwortung, sie haben die besseren Gründe für die Ja, oder beide jetzt. Gesinnungsethiker. Ja. Ein Punkt noch, bevor ich dann noch ein paar von den Chats einbringe, nämlich Eigenverantwortung ist auch ganz zentral jetzt in den viel zitierten Corona-Maßnahmen. Ja. Das wurde ja Land auf, Land auf abgepredigt. Irgendwie hatte man den Eindruck, das verfängt nicht wirklich oder es wurde dann das Bild deutlich gemacht der Menschen, die im Grunde nur auf paternalistische Vorgaben reagieren, weil sie zur Eigenverantwortung nicht fähig seien. Wie siehst du denn hier die Eigenverantwortung und Individualität als wesentlichen Teil des Personenseins bei solchen Situationen, wie wir sie jetzt in der Pandemie haben? Ja, das ist natürlich ein komplexes Problem. Moderne Gesellschaften gewähren natürlich den einzelnen Staatsbürgern einen weiten Bereich an Autonomie und damit Selbstverantwortung. Ja. Aber nicht nur. Ja. Also allein, dass wir diesen Staat akzeptieren mit allen Institutionen, hier geben wir schon einiges auch an
Autonomie ab, ja, weil zum Beispiel bei Rechtsstreitigkeiten muss irgendwer ein letztes Urteil fällen. Ja. Das heißt, auch moderne Gesellschaften versuchen eine Balance zwischen Eigenverantwortung und staatlichen Maßnahmen. Ja. Und solange staatliche Maßnahmen durch eine demokratisch, also mehrheitlich gewählte Regierung legitimiert sind, sind sie nicht per se gegen die Autonomie und Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Bürger gerichtet. Ja. Auch wenn es im gesellschaftlichen Prozess hier zu beachtlichen Konflikten kommen kann. Ja. Natürlich wäre es im Sinne unserer Ideale von Autonomie wünschenswert, wenn wir viele Maßnahmen einfach aus Eigenverantwortung umsetzen würden. Aber die statistischen Daten zeigen ja, dass das eben nur zum Teil passiert. Und ein Grundprinzip ist ja auch des modernen Staates, das Trittbrettfahrerproblem zu lösen. Ja? Also ich suche mir Vorteile, indem ich die allgemeinen Regeln nicht einhalte. Solange kein staatliches Gesetz dies sanktioniert, ja, gibt es hier gleichsam Freibahn. Ja. Und okay. Daher basieren auch moderne Gesellschaften auf einer Balance zwischen Eigenverantwortung und auch staatlichen Normen, die auch mit der Macht des Staates dann notfalls durchgesetzt werden. Okay, ganz herzlichen Dank, Hans. Ich fange jetzt in den letzten Minuten noch an, ein paar Wortmeldungen aus dem Chat reinzubringen. Sehr spannend finde ich die Frage, wie weit, wenn überhaupt, hat die Institution Katholische Kirche ihre soziale Prinzipien sozusagen auf sich selber angewendet. Immerhin hat sich an ihrer monarchisch-hierarchischen Grundstruktur bis dato kaum etwas Wesentliches geändert. Ja, das ist, würde ich sagen, eine offene Flanke, ein wirklich ernstes Problem. Die katholische Soziallehre ist ganz wesentlich auch auf die internen Strukturen der Kirche hinbezogen. Ja. Nicht zuletzt das Subsidiaritätsprinzip, aber natürlich auch das Personalitätsprinzip. Das heißt, hier gibt es enorme Defizite. Und es ist mir eigentlich nicht verständlich, die Kirche hat ihre Strukturen immer wieder geändert und sie hat sich seit Konstantin eben an monarchischen Strukturen orientiert, ja, und hier auch vieles übernommen, beziehungsweise wurden sogar Strukturen der Kirche dann auch in den Monarchien wieder von der Kirche übernommen, insbesondere was das Kirchenrecht betrifft. Aber mir ist auch selbst völlig unverständlich, wie man so quasi nach der demokratischen Wende in der Neuzeit an diesen Strukturen weithin noch immer festhält. Ja. Das bedeutet nicht, dass die Kirche eine Demokratie im politischen Sinn werden kann, ja. Sondern die Kirche ist eine Koinonia, eine Gemeinschaft, ist ja kein Staat. Ja. Aber dass man so quasi normative Standards, die in der säkularen demokratischen Gesellschaft schon implementiert sind, innerkirchlich unterbietet. Ja, das ist ein wirkliches Ärgernis für viele Menschen und kann daher auch nicht vermittelt werden. Ja, zugespitzt wird dieses Ärgernis beim Umgang mit Frauen. Das ist jetzt interessant im Vorfeld des Weltfrauentages am 8. März. Ja. Dazu gibt es eine Frage: Widerspricht die systematische Benachteiligung der Frau im Codex Iuris Canonici dem Menschenrecht der Gleichbehandlung? Ja, ich sehe hier tatsächlich ein Problem. Ich meine, man muss sagen, die Soziallehre hat ja mit dem Naturrecht oder arbeitet mit dem Naturrecht begründungstheoretisch. Und ja, das natürlich ist, so wichtig es auch für mich ist, weil es auch im Hintergrund der vernunftrechtlichen Menschenrechtsbegründungen eine Rolle spielt. Ja. Aber natürlich, die Auslegungen des Naturrechts sind höchst fragil,
zum Teil prekär, und in Rerum Novarum wird selbstverständlich ein patriarchales Familienbild naturrechtlich begründet. Das heißt, der Familienlohn setzt ein patriarchales Familienbild voraus. Und das zieht sich natürlich in der katholischen Kirche immer wieder durch. Und ja, hier gibt es meiner Meinung nach längst überfällige Nachholprozesse, um einfach Christen und vor allem Christinnen nicht in diese Schizophrenie zu treiben, dass sie Gleichheitsrechte im säkularen Staat haben, die ihnen innerkirchlich in einer empörenden Weise vorenthalten werden. Ja, ich danke dir ganz herzlich. Es ist jetzt 15 Uhr. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, die auch im Chat steht, nämlich dass heute auf Ö1 eine Saldo-Reportage über das Grundeinkommensprojekt im Waldviertel von Karl Immervoll ist. Also das aufgreifend unseren kurzen Exkurs, meinen bösen Hinweis. Die Grundeinkommensbezieherinnen und Bezieher bezeugen hohe Motivation ab dem Zeitpunkt, wo sie selbstverantwortlich das tun konnten, was sie wirklich können und wollen, zum Nachhören in der ORF-Audiothek. Also, da kann man alles das entkräften, was ich als Advocata Diaboli hier in die Diskussion geworfen habe. Es ist jetzt 15:01 Uhr, wenn ich das richtig sehe. Ich hoffe, wir haben ein bisschen die wesentlichsten Grundzüge angesprochen. Es ist uferlos, in einer Stunde das alles abhandeln zu wollen, ist unmöglich, aber ich glaube, es war trotzdem sehr spannend. Ich darf, weiß ich, Gottfried, wenn ich das darf, darauf hinweisen, dass nächste Woche bei einer weiteren Reihe, der Ausgabe der Reihe Soziallehre am Punkt, es um die Gerechtigkeit geht. Punkt 14 Uhr werden diskutieren Anna-Wahl Strasser von der KPÖ im Gespräch mit eben dem zitierten Karl Immervoll. Da wird das vielleicht auch noch in extenso diskutiert werden können. Bedanke mich ganz herzlich bei allen, die mitdiskutiert haben. Genau, Hinweis, der Mitschnitt dieser Sendung ist abrufbar hier unter diesem Link auf YouTube. Da kann man das noch nachsehen und sich das vielleicht noch mal genauer anhören, was da alles in dieser einen Stunde diskutiert wurde. Ganz herzlichen Dank, Hans Schelkshorn, für den großen Bogen und die detaillierten aktuellen und politischen Fragen. Und ich weiß nicht, gibt es noch ein Schlusswort von dir, Gottfried? Ich möchte mich nur bedanken bei euch auch fürs Kommen und vielleicht noch einen Hinweis geben. Die Doris Hellenberger sehen wir genau in einem Monat wieder. Auch hier Soziallehre am Punkt. Da wird sie zum Thema Subsidiarität mit der Frau Professor Heimbach-Steins aus Münster ein Interview führen. Ja, danke. Danke vielmals. Schönen Nachmittag noch. Tschüss. Danke. Tschüss.